Beim dritten Gegentor konnte sich der Stürmer direkt vor dem jeweiligen Torhüter dann einparken. Ist das so ein bisschen der Umstellung des Spielsystems auf die Offensive geschuldet? Oder woran liegt das momentan, dass es da noch nicht so passt wie letztes Jahr? Nein, das sind im Moment kleine Details, die entscheiden. Beim ersten Gegentor, da sind wir ein paar Mal einfach einen kleinen Schritt zu spät. Und das sind oft Zentimeter, die entscheiden. Und dann geht der Puck durch 5-6 Mann genau oben rein. Sowas passiert leider und das hat jetzt nichts mit einem anderen Spielsystem von uns zu tun. Wisst ihr schon was zu Gustav Hesser, der ja nach 2-0 verletzt rausgefahren ist? Nee, da kann ich im Moment nichts zu sagen. Alles klar, dankeschön. Bitteschön. Christian Ehrhoff, ihr habt ca. 15 Minuten gebraucht eigentlich, um das Spiel reinzufinden. Ihr hattet erstmal so nach Wesslaus Auswechslung ja eigentlich wirklich ein Spiel gefunden. Was hatte das für einen Grund gehabt? Ja, kann ich gar nicht genau sagen, was das für einen Grund gehabt hat. Wir haben wieder ein frühes Gegentor kassiert und dann hat das ein bisschen verunsichert und dann noch ein zweites direkt hinterher und wie du schon sagst, dann sind wir erst wirklich ins Spiel gekommen. Im Mittelabschnitt habt ihr das Spiel eigentlich dominiert, aber ja, nichts Großzählbares dabei rausgeholt und ein unfassbar gutes letztes Drittel gespielt. Das waren eigentlich die Kleinigkeiten. Woran hat es letztendlich im letzten Drittel gescheitert? Ja, letztes Drittel haben wir dann endlich Tore geschossen und haben uns gut rangekämpft, aber dann wieder zum ungünstigsten Zeitpunkt ein Gegentor kassiert und das ist dann schwer aufzuholen. Wenn man sowieso schon im Rückstand hinterhergelaufen ist. Ihr habt jetzt die letzten drei Partien verloren. Jetzt am kommenden Sonntag seid ihr ja dann in Ingolstadt. Ingolstadt defensiv auch eine extrem starke Mannschaft. Was schätzt ihr vor, wie ihr da vorgehen müsst? Wir haben zwei Spiele jetzt verloren. Aber Ingolstadt ist auch stark verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Und wir müssen schauen, dass wir einen guten Start bekommen und mal das erste Tor schießen. Das sollte uns dann auch ein bisschen mehr Sicherheit geben. Und wir müssen natürlich versuchen, unsere Gegentore runterzubekommen, ganz klar. Christian Herhoff, ich danke trotzdem für das Interview und wünsche heute einen sportlich viel Erfolg. Dankeschön. Danke.